Gut gemeint ist häufig das Gegenteil von gut gemacht. Ein 11-jähriger Schüler und seine Eltern machen gerade genau diese Erfahrung. Der Schüler hat einen speziellen Förderbedarf. Nun ist der inklusive Unterricht zusammen mit anderen Schülern sicher gut gemeint. Aber er sorgt eben auch für viel Frust. Eine spezielle Förderschule wäre für ihren Sohn besser, sagen die Eltern. Und auch einige Lehrer sehen das so. Markus Woller über einen Fall, in dem Inklusion offenbar an Grenzen stößt. Die Sprache bereitet Lajos Becker in der Schule am meisten Probleme. Qiskit heißt das Syndrom, das Ärzte bei ihm festgestellt haben. Koordinations-, Sprach- und Entwicklungsstörungen, die eine Vielzahl von Förderungen bei ihm nötig machen. Na, wie war dein Tag heute? Alles gut, ihr Autos haben. Was kann man tun? Lajos geht in die 3. Klasse der Rauner Grundschule. Eine Schule, in der Kinder mit und ohne Förderbedarf lernen. Schon die 2. für den 11-Jährigen. Hier bekommt er nun alle Hilfe, die das staatliche Schulsystem ihm bieten kann. 3 Stunden mit einem Sonderpädagogen pro Woche, einen Einzelfallhelfer, erfahrene Lehrer. Dennoch? Diese Schule ist die beste Schule für ihn von allen schlechten Varianten und Möglichkeiten, die wir haben. Wir sind sehr froh, dass wir an dieser Schule hier sind. Sie machen auch eine Menge. Aber wir brauchen eigentlich für ihn eine spezielle Förderung, die wir nicht mehr durch Dank Inklusion in unserem Bundesland Brandenburg haben. Spezielle Förderschulen mit Angeboten für Lajos gibt es in und um seinen Wohnort Fürstenwalde schon lange nicht mehr. Die Landesregierung setzt stattdessen auf Inklusion in reguläre Schulen. Lajos Eltern glauben, dass er in einer Spezialeinrichtung für Sprachbehinderungen und mit kleineren Klassen besser aufgehoben wäre. Mein Wunsch wäre, dass mein Sohn an einer oder unser Sohn an einer Schule ist, wo er wirklich mit seiner verbalen Dyskalkulie wirklich gut aufgehoben ist und wo er auch die Zuwendung und Förderung kriegt, die er braucht. Die Inklusion bewirkt bei Lajos auch ein mentales Problem. Die Sonderbehandlung mit eigenem Helfer und ohne Noten, wie sie die anderen Kinder bekommen, macht ihm zu schaffen. Ein Problem, das Inklusionsforscherin Nadine Spörer in einer Studie an 84 Brandenburger Schulen oft gesehen hat. Durch diese Sonderbehandlung innerhalb des normalen Unterrichts fällt das Kind auf. Und das führt dazu, dass das von den anderen Kindern wahrgenommen wird. Ihre Studie allerdings zeige auch, dass die meisten Kinder mit Förderbedarf in regulären Klassen gute Lernerfolge erzielen können. Auch Lajos hat Fortschritte gemacht. Die Eltern glauben aber, da gehe noch mehr. Sie wollen ihn jetzt auf einer Spezialschule im fernen Potsdam unterbringen. Sie sind nicht die Einzigen. Die Warteliste dort ist lang. Und wir machen wieder weiter mit Kurzmeldungen. Und tatsächlich, Christina, es ist geschafft. 7 Wochen hat es gedauert, aber nun ist der